Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's auf unserer Österreich-Tournee. Wir waren ja schon am Wörthersee, wir waren schon bei KTM. Jetzt sind wir in Linz und da besuchen wir einen alten Bekannten, den Klaus Peter, Firma Turbo Elite. Wir haben ewig drüber gesprochen, wir wollten immer mal vorbeikommen. Ja, richtig. So, wir waren auch schon mal ein paar Mal hier, aber noch nie gefilmt. Nee. Aber da ihr eigentlich oder du genau das machst, was wir in Hannover auch gerne machen würden, müssen wir das einfach ein bisschen zeigen, weil hier werden noch wirklich richtige Tuning-Autos gebaut. Kann man so sagen. Ja. Sehr langweilig bei uns. So, weil hier ist noch wirklich R32, VR6, 2.0 TFSI, 1.8T, GT2 RS. Das ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Ist alles am Start hier. Und halt auch noch so richtig klassisch Turbo-Umbauten. Ja. Ich werde es nie vergessen, früher war es ja schon immer so am Wörthersee. Mittlerweile ist das ja cool, kann man ja von früher reden, vor 10 Jahren. Da war es halt schon immer so, wenn euer 300-Aufkleber drauf war, war das schon immer so ein bisschen Zeichen für, ja, eigentlich für Turbo, ne? Ja, richtig. War schon mit dem viel. Haben wir eigentlich begonnen. Selber an den privaten Fahrzeugen hat es angefangen und man hatte damals irgendwie ein Logo gebraucht. Mhm. Oder es war ja gar nicht so die Firma die Idee, sondern einfach das Logo und halt die Zusammengehörigkeit von den Leuten. Und es war halt ein bisschen provokant aus für damals. Also man muss sagen, heutzutage, wenn interessiert, nur 300 km/h. Ja. Heutzutage, jeder spricht schon von 350 teilweise. Aber damals warst du halt mit 300 km/h der Hero. Und das war halt dann. Das heißt 300, also die Bedeutung von dem Logo war einfach so nach dem Motto, wir haben Autos, die schneller als 300 fahren. So. Einfach die 300 km/h. Einfach 300 km/h. Genau, richtig. Es war halt einfach, als, mir hat es extrem gefallen und so haben wir es übernommen. Als Österreicher, wo man, was dürft ihr fahren? 130? 130. Das ist eine Ansage, ja. Ja. Marius frühstückt erstmal da hinten. Wird auch mal Zeit. Ja. Wie gesagt, das war halt damals und es ist ja damals, die Idee von dem Logo ist ja voll aufgegangen. Ich werde es nie vergessen, wie die VW Speed hat es damals einmal abgebildet in einem Bericht. Ja, die 300 km/h Fans ist die Frage, wann die 400 km/h kommen. Na gut, die 400 km/h sind nicht mehr gekommen. Also eher, wann hast du angefangen? Wie lange machst du das schon? Seit angefangen mit dem ersten Umbau selber haben wir 2005. War ich mal 10 Jahre sogar noch, da war schon mittendrin. Ja. Die Firma hat begonnen mit den ersten Umbauten für Kunden. 2006, 2007, das war so ein schwimmender Übergang. Weißt du, wie das ist? Man baut für einen Freund und dann der Freund vom Freund und irgendwann sagst du dann einmal, okay, gut, ich will ein bisschen mehr, sollten wir mal irgendwie was ändern. So, wir gehen mal gucken. Okay, aber jetzt machst du das richtig hauptberuflich, diese Umbauten so? Nebenberuflich, hauptberuflich, also fertig Standbein. Erste Frage, ist sowas in Österreich überhaupt legal machbar? Also gibt es die Möglichkeit, in Österreich sowas eintragen zu lassen? Ja, bis zu 30% Leistungssteigerung. Das geht aber. Auf Basis des Fahrzeuges. Also man kann schon sagen, wir haben hier einen Golf 4 R32, wollen ein Turbo drauf machen, hat jetzt 300 PS und dann genau, kann man sogar schon typisieren. Also wenn du das hochrechnest, genau, 330 PS kannst du rein theoretisch eintragen. Das ist halt die Möglichkeit, die uns der Staat in Österreich gibt. Ja. Die können wir noch aktuell noch nutzen. Wir merken es, dass uns das natürlich das Leben immer schwerer gemacht hat. Wie ist das, wenn ich einen anderen Motor einbaue? Also wenn ich jetzt ganz schwierig ist, sehr teilweise plattformtechnisch Riesenprobleme. Wir hätten selber jetzt Just for Fun für nächstes Jahr hätten wir versucht, haben einen Unfall Golf 6R gehabt, Umbau auf 2,5 Liter TFSI RS3, Werbezwecke, einfach um ein Auto eben machen, weil die Idee wäre da, wir bauen es auch für einen Kunden aus Holland. Keine Chance. Also meine TÜV-Prüfer haben wir beide abgesagt. Woran scheitert das am Ende? Einfach daran? Abgasnormen, Leistungssteigerungen, Plattformwechsel und dann ziehen sich halt schon die Gutachter und alle zurück und sagen. Also schon ähnlich wie es bei uns in Deutschland aber mittlerweile halt auch ist. Weil da ist ja auch nicht mehr so, dass du mit dem Auto hinkommst und sagst, hier einmal eintragen und die gleich fertig machen. Mittlerweile die Lautstärkenregelungen und. Also wäre es aber theoretisch möglich, mehr als 30% einzutragen, wenn man die passenden. Wenn du einen Test versuchst und so weiter. Genau so ist. Der Prüfer sagt, das letzte Mal hat er zu mir gesagt, mein Prüfer sagte, die 30% sind nicht das Limit, die ganzen anderen Vorschriften sind das Problem. So, jetzt muss ich als allererstes auch eine Frage stellen, wenn man in Österreich nur 130 fahren darf und hier alles so in Richtung 1000 PS geht, ja, das ist ja irgendwie dann auch schwierig. Das heißt, ihr fahrt dann wahrscheinlich immer Richtung Deutschland zu irgendwelchen Events, um da dann die Autos zu testen. Ja, oder halt meistens irgendwo mal spät am Abend riskiert man es halt einmal auf der Autobahn. Aber wie gesagt, bei uns, wir sind keine 100 auf 300 km/h Fahrer, sondern du riskierst es also hin und wieder mal mit 100 auf 200 und dann wird wieder schneller. Es ist halt so, wie es überall ist. Aber natürlich die richtigen Hardcore-Geschichten, Tests und sowas, geht halt nur bei diesen Veranstaltungen, aller Race 1000 und sowas, wie wir halt natürlich eh die Kunden auch jetzt mittlerweile immer mehr haben, selbst in der Halle. Ah, Österreicher, der Rest aus Deutschland oder Italien. Oder halt deutsche Autobahn, da kann man ja auch mal. Genau so ist. Passau ist ja nicht so weit. So, um euch kurz einen Überblick zu verschaffen. Wir haben da einmal Golf 5. Nein, 6R.
6R, sorry. Bleibt aber auch 2.0 TFSI? Nein, ist Golf 6R 36 Turbo 997 PS. Allerdings mit einem Problem nach 3 Jahren mit ein bisschen Ölverbrauch und deswegen ist der Motor heraus. Okay, also R36 Turbo, dann? R32 Turbo, Golf 5. Mhm. Aber sie sehen doch schon krass gleich aus von vorne. Ne? Ja, sehr ähnlich. Spiegel, ja. An Spiegeln so ein bisschen, ja. Sieht man es, aber sonst so ohne Front. Okay, dann einmal nochmal Golf 6. Ja. R32, sogar mit DSG, ne? Ja, DQ 500. Da seid ihr nämlich auch ganz vorne mit dabei, ne? Dass ihr tatsächlich Turbo-Umbauten mit DSG macht. Ja. Der hat aktuell da war beim Hubi, beim HSG, kennst du, aber ich glaube, du warst ja gestern dort, Nahenprüfstand 1009 auf die Räder. Mit DSG. Echt? 1009. Cool. Ich glaube, der wird heuer sogar noch Race 1000 irgendwo starten, wenn was jetzt ist im September. TTT, glaube ich, nächste Woche. Das ist ja, der, das ist ja der Kunde mit dem neuen FF Porsche. Ah! Das ist das Auto. Die Schrottplatzhändler, sage ich jetzt einfach. Genau, richtig, ja, genau. Ah, geil, ja, nee, da, wo wir neulich den hellblauen 906 gefahren waren, den Dragster von 906. Genau, richtig. Mhm. Mhm. Geil, okay. Dann was ganz Seltenes, R36 Passat. Ja, auch Kunde aus Deutschland. Auch mit dezenten Turbolader drauf? Immer noch, ich finde es immer wieder Wahnsinn, dass es halt wirklich noch Leute gibt, die in diese Autos, diese Liebe, Zeit, Geld und so weiter stecken, ne? Ja. So, das ist immer krass. Aber genau das wollen wir halt zeigen, damit sowas nämlich nicht komplett untergeht, sondern halt schon noch gewürdigt wird. Vor allem dann auch mit Carbon-Ventildeckel und so weiter. Ne? Ja, natürlich, die Optik gehört da immer ein bisschen dazu. Aber das war nämlich bei euch auch ganz krass. Das Auto müssten wir halt eigentlich zeigen. Der ist heute aber nicht hier, beziehungsweise zwei Autos. Du bist ja eigentlich dein erstes richtiges bekanntes Auto, war ja damals der Golf 3 eigentlich. Den gibt es nach wie vor noch. Den gibt es immer noch, ne? Der ist also mittlerweile eine 4Motion-Karosserie. Also, die Karosserie ist auf 4Motion umgebaut. Ich weiß noch, die hattest du immer Green Mamba genannt, ne? Das war aber nicht meine Idee, das waren Kumpels von mir. Ach so, ich habe es dann wirklich übernommen und das hat sich dann auf einmal durch Internet und alles, ist das dann immer Green Mamba geblieben. Und ja. Ich weiß noch, dieser Step mit den Carbon-Kotflügeln, wo dann so dieser Farbübergang ins Grün war, ne? Genau, richtig, ja. Das war ja so der... Das war damals die das war zur damaligen Zeit 2011, ich glaube, das Auto mit den meisten Carbon. Mhm. Es war ein echtes Carbon, aber nur auf laminiert. Ja, klar. Das war natürlich nicht so wie bei der Limo. Aber war halt für damalige Verhältnisse schon brutal. Aber da ging es dann halt aber auch so weit, du hattest im Innenraum alles Carbon, du hattest im Motorraum alles Carbon, da war wirklich alles da Carbon. Da war vom Getriebehalter bis zum Motorhalter bis zur Quertraverse vorn im Innenraum sämtliche Lüftungsdüsen. Ja, alles, was irgendwie nicht lag, war Carbon. Und da kommen wir nämlich ein bisschen an dem Punkt, was wir euch heute so ein bisschen zeigen wollen. Es ist nicht nur Leistung, sondern genauso viel, ich sag jetzt mal vorsichtig, Show und Shine war auch immer schon. War immer schon, gehört immer dazu. Ja. Weil ich sage mal so, Leistung ist super, aber das Auto sollte ja gefallen. War das Auto eigentlich schon immer grün oder hatte der auch schon mal eine andere Farbe? Ja, war immer grün. War immer grün, ne? Immer grün. Und ist auch nach wie vor grün, aber ein bisschen anderes grün. Also schon lackiert. Es sind also die Carbon-Teile wieder dran, weil das macht ja immer RS-Carbon aus Ungarn, Appi, mit dem ich da seit Ewigkeiten zusammen bin. Ich warte ja nur, dass die Karosserie wieder zurückkommt, weil der neue Motor liegt in Einzelteilen bereit. Ja, das ist auf jeden Fall ein Auto, das müssen wir euch dann nochmal vorstellen, weil da kann man wahrscheinlich 2 Stunden nur über das Auto schon mal quatschen. Das hat schon ein bisschen Geschichte hinter sich. Was da allein an Ausbaustufen schon so drin war. Da waren, also ich kann da so viel sagen, das weiß ich, weil ich habe es irgendjemandem mal erzählt, da waren allein 5 Stufen vom V6 Turbo drinnen. Ja. Wobei das war ganz eine andere Zeit wie damals jetzt mit Oma Golf und sowas. Da warst du mit 600 PS damals hier. Aber wie gesagt, das waren 6 Ausbaustufen vom V6 Motor und 3 Ausbaustufen vom R36. Und jetzt kommt R36 wieder rein? R36 wieder rein. Da waren da auch mal zeitweise, war es mal Biturbo, Single-Turbo und auch solche Zeiten. Nein, war immer Single. War immer Single. War aber zu damaligen Verhältnis der größten Lader, was man halt damals bekommen kann, war GT42. Da hatte jeder damals, da warst du, das war mehr Lader wie Motor für damalige Verhältnisse. Ja, stimmt, vor 10 Jahren war er schon. Das ist, okay. Ja gut, sogar länger schon, 12 Jahre. Und jetzt R36 Allrad. R36 4Motion, riesengroßer Komplott, also so GTX50 Richtung geht das. Das hatten wir in dem einen Wörthersee-Video, hatten wir auch gerade drüber gesprochen. Wörthersee vor 5, 8 Jahren war ja noch so diese Zeiten, wo VR Frontantrieb so beliebt war und man überall halt so die Autos mit den quietschenden Rädern gehabt hat. Das Wichtigste war, die ersten 4 Gänge waren Pflicht, dass die halt irgendwie nur am Schrubben. Nein, das war die damalige Zeit. Da hat es keine Drehgebox gegeben und solche Sachen. Das war ganz anders. Da hat es geheißen, okay, der geht im 4. Gang noch durch, der hat Leistung. So war es damals. Ja, nee, das war wirklich so. Egal, wo du standest, man hat immer 1., 2., 3. immer die Autos. War aber natürlich ganz eine andere Belastung aufs Material, wenn die Räder durchgehen. Das ist natürlich. Ja, klar. Nächster Gang. Ne? Kumpel von mir, da gibt es Videos auf YouTube, da schaltet er 6 Gänge durch den V6. Ja. Wirklich 6 Gänge. Gibt es, wir hatten darüber gesprochen, es gab am Wörthersee immer so einen gelben Golf 3. Ich glaube, der hat da als Kennzeichen immer Flo oder irgendwie so. Ja, der Florian Baumann.
Gibt es das Auto noch? Das gibt es nach wie vor noch. Ist mittlerweile Familienvater, glaube ich, verheiratet, relativ gut. Weil der muss ja auch etliche Getriebe und Wellen und Reifen am See. Ja, der war, wie gesagt, der wohnt, glaube ich, nur 20 Minuten vom Wörthersee. Aber es war damals, der hat einen Diesel-Golf gehabt und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, er will unbedingt V6 Turbo, weil er meinen Golf 3 gekannt hat. Ja, ja. Dann habe ich ihm damals die ganzen Teile geschickt und der hat sich dann immer alles selber gebaut. Extrem sauberes Auto, extrem sauber. Und ich finde so ähnlich, das, was damals am Wörthersee immer der VR mit drehenden Rädern war, ist halt heute irgendwie so ein bisschen dieses Gas geben und in die Schublobahn knallen, ja, so, ne? Was du so an jeder Ecke hörst. Nur, dass das VR-Geräusch irgendwie geiler war, weil man halt wusste, VR-Geräusch, das so hinzukriegen, ist Aufwand. Also das muss ein Auto sein, was schon richtig gebaut ist. Ja. Und das mit diesem Schublober knallen, ja, machst einen Auspuff drunter, ein bisschen Software und dann knallen die Autos halt so. Ne? Naja, aber die VR-Zeiten am See, die waren schon geil. Die waren schon, das war schon ganz lustige Zeit und da war halt eine ganz andere Zeit am Wörthersee. Ja. Da hast du halt wirklich noch die Möglichkeit gehabt, Spaß zu haben, was natürlich nicht erlaubt war, aber es war halt trotzdem lustig. Ich weiß noch, wo das mit Turbokurve da hinten losging, wie die dann in den Wald rein, immer so wirklich erste, zweite, dritte, vierte. Da war das erste Jahr Hannover Hardcore. Ja, 2011, das musste genau. 2011 gewesen sein. Da war ich im Golf 3 und der Nick von K-Custom. Ja, ja, Kronhäuser. Ja. Genau. Ja. Da war ja Land unter, da war Feuer frei, stundenlang und es hat keine Probleme. Da gab es auch das mit der Launch Control, glaube ich, auch noch nicht so heftig. Ne? Das Knallen war damals. Genau, es war diese Wattbox, oder? Ja, genau, die kam gerade diese Wattbox und es war eher so zwei, drei Gasstöße fallen lassen und dann einfach drehen lassen. Genau, so. Das war eher so. Auch ganz witzig, dass es bei euch in Österreich so diese Allradumbauten auch gar nicht so lange gab. Also da wurde relativ lange Frontantrieb umgefahren. Ja, die Leute damals haben gesagt, sie wollen das gar nicht, weil es macht ja keinen Spaß. Soll nur durchdrehen. Das soll nur drehen. Also ich kann mich erinnern, ich habe viele Anfragen damals gehabt mit Leistungen und alles. Ich muss drehen vom Wörthersee. Ja, extra schmale Reifen drauf. 165er oder 185er, was da am Golf 3 immer gegeben hat. So, okay, jetzt hat Klaus allerdings auch noch ein weiteres Auto, ein RS4, der kam danach. Ja. Der hat schon ein paar Farben gehabt. Nein, der war schwarz und dann blau. Ja, schwarz und dann war er blau. Genau. Hast du dann aber blau gemacht. Der war blau, genau. Aber wurde auch ein paar Mal lackiert. Der hat ja auch schon wieder Geschichte geschrieben in der Zeit, so, ne? Ja, war mal was ausbessern natürlich, aber es ist immer das gleiche Blau geblieben. Und da dann auch genauso wieder durchgedreht, auch wieder alles Alcantara, alles Carbon, volles Programm. Volles Programm. Weil da war ja wirklich, wenn man in diesen Innenraum reingeguckt hat, vielleicht können wir ein paar Bilder einblenden, die finden wir bestimmt irgendwo her. Ja, müsste da war geben. Ja wirklich kein Teil mehr original. Nein, da waren im Innenraum allein 90 Teile in Blaucarbon laminiert. 90 Teile im Innenraum? Im Innenraum, ja. Da war alles irgendwie mit Blaucarbon plus Käfig plus Recaro Pole Position und... Ach stimmt, du hast ja auch die Käfige auch so in Carbon immer gemacht, ja, ja. Ne? Da war das volle. Und das Step war immer, ich war immer ein Jahr hinter deiner Limo. Ich hab immer geschaut, was du gemacht hast, ja. Und ich habe dann im Endeffekt das Gleiche dann verbaut an Teilen so ungefähr. Vor der Leistung, ja klar, weil bei uns war es natürlich halt so, wir konnten die Autos halt immer fahren, haben die jede Nacht kaputt gemacht. Ja. So, ne, das ich bin dann ein Jahr später gekommen, so ungefähr, Phil, was der aktuelle Step? Dann halt dementsprechend, wenn man es halt einmal kaputt macht, siehst du, dann baut man es natürlich gleich immer größer. Ja, ja, wie gesagt, aber waren damals bei 2 Bar mit E60 auch 1000 PS. Mhm. Und wie ist der Stand mit dem Auto jetzt? Was geht da so? Umbau auf die TT 1200. Mhm. Und Motornummer geändert mit Brosierer-Schwebebolzen, Armee vor, aber seit 2 Jahren war keine Zeit mehr. Nichts mehr gemacht. Aber Motor steht zugedeckt hinten in der eigenen Halle. Aber die Karosse bleibt in blau? Karosserie ist genauso. Hat keine Dellen, keinen Kratzer, schön, ob das nichts passiert. Eine Sache fällt mir gerade ein, wie war das bei dir mit Luftfahrwerken bisher? Ein Projekt, steht da drüben. Weil eigentlich hast du nie Luftfahrwerke in die Verbundenheit, ne? Nie mehr wieder. Hm. Nie mehr wieder. Hm. Fährt normal, aber mit Leistung. Nie mehr wieder. Weil stimmt, das hat man von dir relativ wenig gesehen. Es war dann schon zwar immer schon Schein und flach, aber jetzt nicht so übertrieben flach, dass es auf dem Boden liegt, sondern schon noch so, dass es immer gefahren ist. Ne? Der grüne RS4 hat Luft damals bekommen. Hm. Aber würde ich nie wieder machen. Muss ich ehrlich sagen. Würde ich nie wieder machen. Ich war gefahren neulich eine R32 Pritsche mit Luft drin, R32 Turbo, genau. Mhm. Das war, also ich war positiv überrascht, dass es dann doch einigermaßen fährt. Mhm. Ist halt kein gutes Gewindefahrwerk. Mhm. Ja, okay, ich würde jetzt, okay, ist auch ein anderes Auto, ne? Wenn ich jetzt überlegen würde, dass man damit jetzt auf einmal 250 oder 300 fahren würde, ist das halt auch. Also wie gesagt, ich habe es beim grünen RS4, fährt normal, aber wenn du da mal so richtig anlädst mit 1000 PS, nein, nicht mehr. Danke. Okay, das heißt, eigentlich geht in der Halle hier so alles. Also egal ob Innenraum, egal ob Motor, Getriebe. Ja, exakt. Also, was ja halt dazugehört, du weißt das eh zu den Umbauten. Aber meistens ist halt immer Motor. Getriebe haben auch hier welche. Ja, ja. Da hinten im Eck liegen einige. Das hier ist jetzt 2.0 TFSI mit diesem neuen. Genau. Mit diesem neuen Krümmer, ne? Ja.
Das ist Golf 5 Basis. Mhm. So eben für Slalom, Bergrennen und privat ein bisschen zum Fahren. Sieht aber geil aus, ne? Ja, G25, 660. Das heißt, ist dann so ein 600 PS Step so in der Regel? Nein, nein, ist ehrliche 500. Ehrliche 500, okay. Ja. Aber auch das komplette Programm. Mhm. Ja, also ein paar Motoren am Start hier. Ja, Arbeit ist, seit Corona ist Arbeit in Hülle und Fülle. Was hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren bei euch so geändert arbeitmäßig? Ist schon immer noch das gleiche Auto hinstellen, volles Programm? Oder Bestandskunden, die ihr Auto wieder nochmal umgebaut haben? Schwierig. Also ich sag mal, wir haben früher sehr viele Kunden gehabt, die immer wieder mehr, immer wieder mehr, immer wieder. Jetzt geht die Tür auf, kommt rein, 1000 PS. Echt? Ja. Und ist noch so dieser Hype da? Früher war es ja immer so, alle Autos mussten bis zum Wörthersee fertig werden. Nein, das ist komplett egal. Das ist mittlerweile komplett egal. Das ist egal. Das ist komplett egal. Die Leute wollen halt natürlich irgendwann mal mit dem Auto fahren, beziehungsweise wollen halt natürlich, sage ich mal, über den Sommer, so schon und da, aber so wie es früher war, ab April, Mai, Wörthersee. Mhm. Wie ist das, weil wir ja gar nicht so weit weg sind mit Tschechien und sowas, kommen von da auch viele Autos? Nein. Oder ist da diese Szene gar nicht so verbreitet? Gar nicht. Also wir haben 70% Deutschland und der Rest teilt sich dann auf Österreich, Schweiz und Italien auf. Mhm. Sogar Spanien, vor kurzem war jetzt ein Spanier da, also hast du es eh gesehen, der T6 Bus mit der RS3 Technik, solche Sachen, solche Exoten, Holland teilweise. Aber wie gesagt, ansonsten 70% locker Deutschland. Ja, hier sind eigentlich haufenweise Umbauten, die man eigentlich vorstellen müsste. Weil ihr habt ja auch, was ja auch so mein kompletter Traum gewesen wäre, der RS4 B7. Ja. Den er umgebaut hatte mit dem R6 Motor. Ja, das war BA. Bei uns war es RS5, diese B8 Plattform. Mhm. RS5 2013 dabei mit dem RS6 Motor. Aber schon mit dem V8 Biturbo Motor. Genau, mit dem 4G Motor. Genau, und dann auch, was du gerade sagtest, T6 mit dem R3 Motor. Das ist natürlich auch ein Traum. Ne? Wobei, da haben wir nur einer Firma aus Spanien geholfen, weil die haben das Ding 2 Jahre nicht zum Laufen gebracht, in der Elektronik. Und der fährt jetzt aber ganz normal? Der fährt jetzt schon ganz normal. Jetzt gehört er natürlich die ganze, das Auto gehört mal fertig gebaut. Also wir sind auf und ab gefahren. Das Auto ist gekommen mit einer Sidepipe. 1,5 Meter Auspuff, also unfahrbar. Aber wie gesagt, die bauen das jetzt alles fertig. Die haben Riesenprobleme mit der Elektronik gehabt. Ja, aber der Audi-Plattform, VW-Plattform, das miteinander zu kommunizieren. Du hast ja die Möglichkeiten, es gibt ja immer 2 Möglichkeiten, so wie es zum Beispiel RS Hardcore mit dem RS4 gemacht haben, die haben ja das komplette Auto auf RS6-Technik umgebaut, den kompletten Kabelbaum. Wir lassen ja Kabelbaum komplett original vom Basisfahrzeug und adaptieren dann den Motorkabelbaum mit der Motorsteuerung ans originale Auto. Aber es wäre tatsächlich machbar, in den T6 einen RS3 Motor einzubauen? Ja. Und das funktioniert dann auch so für Daily? Also kann ich dir jetzt sagen, Elektronik haben wir in 2 Tagen jetzt fertig. Elektronik geht, cool. Ja, vielleicht doch nochmal. Das funktioniert. So. Kommt vielleicht doch nochmal ein Dabat T6. Das funktioniert jetzt einwandfrei, also das ist kein Problem. Wir machen es jetzt für einen Kunden aus Holland, den wir auch den RS5 gebaut haben. Der kriegt jetzt zum Beispiel seinen Golf 6 umgebaut auf RS3 Technik. Weil ich bin ja im Alltag nur mit dem Bus immer unterwegs und ich hatte mir irgendwie überlegt, ich hätte doch nochmal Bock irgendwie auf einen T6 mit ein bisschen Leistung. So, ja. Ne? Also entweder 2.0T für Sie, also TSI in dem Fall, mit keine Ahnung, so einem 400er Step oder irgendwie so. Ja, der Spanier hatte den sogar den 480er Step drauf, auf dem Bus. Oder halt 5-Zylinder. Aber zum Kilometer fahren ist halt dann natürlich schwierig. Da wird der Benzinverbrauch ordentlich steigen. Ja, aber da habe ich mir irgendwie so gesagt, wer weiß, wie lange wir überhaupt noch Benzin bekommen und so. Ne? Ja, das ist schon richtig. Lieber nochmal 2 Jahre. Ich schon, also die Reaktionen auch von den Leuten, die das gesehen haben, den Bus, also da ist so ein Klassiker wieder, wo jeder einmal reinschaut in den Motorraum und sagt, boah, Wahnsinn. Das ist schon cool, wollen wir nicht drüber reden. Aber du musst halt wirklich Busfreak sein, dass du sowas durchziehst, weil es ist halt schon richtig Action. R32 Turbo. Mit DSG? Ja. War das Auto dann ursprünglich auch ein DSG-Auto oder war das ein Schalter? Golf 6 okay. DSG. Und was für ein Steuergerät habt ihr denn da drin? Unser Freiprogrammierer war Steuergerät, dieses Dual-Elite-Motor-Management. Ah, okay. Das heißt, ihr habt wirklich ein eigenes? Eigenes. Also der Thomas, unser Elektroniker, hat das vor vielen, vielen Jahren selber angefangen zu entwickeln und wir haben das quasi mit übernommen. Und nachdem er eigentlich ja, sag ich jetzt einmal, vom Motorsteuergerät bis zum Kühlschrank und bis zum Fernseher und bis zum ABS-Steuergerät und Türsteuergerät alles repariert, läuft halt diese Motorsteuergerät-Geschichte jetzt über uns. Ah, okay, verstehe. Und das habt ihr jetzt über Jahre so weit weiterentwickelt, dass das auch mit DSG-Problemen funktioniert? Das funktioniert, mit das Auto fährt wie sehr. Weil das ist ja immer so ein Punkt, wo ja viele aktuell sich rantrauen mit EMU und was weiß ich was für Steuergeräte. Also das kann ich sagen, es funktioniert einwandfrei, das funktioniert wie sehr. Wobei du natürlich irgendwo mal gerade, und ich sag's immer wieder, ich habe jetzt die Anfragen natürlich werden vom DSG immer mehr.
bei 1000 PS bist du jetzt irgendwo mal so beim Limit, wo dann das DSG doch immer wieder mal Probleme macht, weil einfach die Drehmomente und alles schon so hoch sind, dass dann natürlich einfach einmal schon mal passieren kann, dass DSG dann nicht so schaltet, wie es schalten soll. Und geht das nur mit einem DQ250 oder mit allen DSGs? Das geht mit allen DSG. Geht mit allen, okay. Und da ist aber DQ500 verbaut. Ah, hier ist ein DQ500. DQ500. Wie passt das dann an den Sechszylinder dran? Also mit dieser Adapterplatte abfräsen und... Da wird nämlich tatsächlich das DQ500-Getriebe hier passend gemacht, vom Flansch her auf den Sechszylinder. Mhm. Weil DQ500 gibt es eigentlich nur für Fünfzylinder. Genau. Oder halt vom Diesel. Es gibt gewisse Dieselgetriebe, schlag mich jetzt tot, ich kenne den Buchstaben nicht auswendig, die von der Übersetzung perfekt auf den Benziner drauf passen. Aber muss halt umgefräst werden. Ja, genau, muss halt angepasst werden. Ich weiß auch, ihr wart früher auch schon immer diejenigen, die auch ganz viel diese MQ500 und sowas auch passend gemacht haben für die Sechszylinder. Genau. Also MQ500, also alle R32 Plattformen mit Leistung bei uns fahren entweder MQ oder DQ500. Ja, ja. Wir bauen eigentlich, ehrlich gesagt, wir haben nie für einen Kunden was mit SQS oder sowas gemacht. Wie ist das, wenn ich jetzt als Beispiel einen Golf 1 nehmen würde, hängen wir ein R32 rein und das DSG-Getriebe? Geht genauso, also es muss kein Basis-DSG-Fahrzeug gewesen sein? Du meinst es von der Elektronik? Genau, her? Von der Elektronik. Ja, ich mache das, kein Problem. Schon mehr Aufwand zum Verkabeln. Weil man dann, also man braucht dann aber schon dementsprechend ABS-Sensoren überall und diese ganzen Genau, Sachen. Richtig, ja. Das muss halt alles natürlich eingeflochten werden ins Auto, aber es ist jeder, theoretisch ist möglich. Das ist nur eine Frage vom Wie Aufwand. Ist das so mit Lenkwinkelsensor? Braucht der sowas auch, das DSG? Oder braucht es das gar nicht? Müsste man sich anschauen, ob man das nicht irgendwie adaptieren kann oder sowas. Also von dem her. Aber das heißt, theoretisch hätte man danach ein Auto, wo theoretisch auch ABS, theoretisch ESP und so weiter möglich. Alles am Ende drin ist. Das ist alles möglich. Wir haben sogar für irgendjemanden ein Angebot erstellt, der sowas baut und dem haben wir eine Liste gegeben, was er alles im Auto verbauen muss an Sensoren und dann machen wir die Elektronik. Das haben wir vor kurzem sogar einmal gehabt, wirklich so eine Anfrage. Ich glaube, es war Golf 2 oder Golf 3. Kann man ungefähr abschätzen, wie viele Turbo-Umbauten ihr hier schon so gemacht habt in den letzten Jahren? Ja, 32. Nö, so alles zusammen so. Also ich würde mal schätzen, bei uns waren sicher R32 schon 50 Stück da. Ja, 50 Stück, krass, ja. Würde ich schon sagen, weil wir sind eine kleine Firma. Ja. Also ich mit einem Kumpel und einem Schweißer von mir, mehr sind wir nicht. Ja. Also, und ja, was halt geht, geht halt. Es ist halt meistens ein bisschen kombiniert mit ein bisschen längeren Wartezeiten. Ja, klar. Vor allem auch jetzt mittlerweile mit dem TÜV, das Auto ist eigentlich schon fertig seit 3 Monaten fast. Und ja, 2 Monate auf jeden Fall, aber die TÜV-Geschichten machen uns halt natürlich das Leben schwer. Ja. Wie ist das mit Dezibelerhöhung? Wie werden die in Österreich so eingetragen, das Lautstärke? Also die Lautstärke bleibt immer original. Es ist alles Tropfen auf dem heißen Stein. Also wird sowas dann mit Klappenauspuff gebaut, dass sie auch richtig schön leise sind? Ne? Ja, genau. Also das ist wirklich so lautstärkentechnisch. Wirklich, es gibt ja Kunden, die einfach sagen, ich lebe damit, mir ist das egal. Du machst jetzt für den TÜV die Trickserei, dass das also irgendwie funktioniert, dass das leise wird und dann der Kunde sagt, es ist mir egal, ich weiß es. Ja, ja. No risk, no fun. Ne? So ungefähr. So, hier geht es natürlich weiter. Es ist ja nicht so, dass das hier schon langweilig wird. Da brauchen wir den S4. Das ist das alte Auto von mir. Mhm. Ja, und was ist da drin? Natürlich ein R32. Eigentlich auch witzige Sache, haben ganz viele, kannst du dir nicht vorstellen, wie viele mich gefragt haben, welchen Motor ich jetzt in Limo einbaue. Weil ganz viele auch scheinbar dachten, jetzt hänge ich da so ein R32 längs irgendwie rein. Ne? Aber ich habe auch immer gesagt, nee, für kein Geld der Welt würde ich da ein R32 einmachen. Nein, das ist... Aber hier muss man schon sagen, passt irgendwie, ne? Ja. Also wenn ich jetzt hier so vorstehe, muss ich schon sagen... Aber cool. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, RS4-Plattform hat für mich einen Reiz, ist persönlich verloren. Dieser Umbau, muss ich ganz ehrlich sagen. Es killt schon den Charakter vom Auto. Ja, ja, klar. Und da muss man sich schon bewusst sein. Und es war halt auch was anderes, wo so ein Auto noch 20.000 Euro gekostet hat und nicht halt 40.000 Euro. Ja, das war ein Auto mit 300.000 Kilometern und 20.000 Euro. Ja. Und du kannst dir das eh vorstellen, die Preise haben natürlich das Ausschlachten des Autos sehr lukrativ gemacht. Ja. Und da war die Basis waren dann vielleicht nur 2.000, 3.000 Euro, die es mir gekostet hat. Und dann baust du halt einmal alles so rein, wie du es halt haben willst. Ja, ja. Das war ein reines Projektauto, war eine Schnapsidee von heute auf morgen an einem Freitagabend und ist halt dann komplett eskaliert. Ja, ja. Krass. Ja, aber an sich eigentlich wirklich gar nicht so schlecht, so ein Motor. Also man würde jetzt auf den ersten Blick nicht denken, dass er der Original nicht drin war. Es passt wirklich gut, ja. Es passt wirklich gut. Weil nichts weggeschnitten vorne? Nein, das ist, wie gesagt, alles nach hinten gesetzt mit eigenen Halter und alles, so wie es halt einige jetzt schon mal gemacht haben und funktioniert einwandfrei. Ja, vor allem, ich sehe auch mit Klimaanlage und allem, ne? Ich fahre kein Auto ohne Klimaanlage. Echt überall Klimaanlage? Ich fahre kein Auto ohne Klimaanlage. Das war, wie das Projekt angefangen hat, und jeder gesagt, das geht nicht mit der Klimaanlage. Ich sage, das geht mit der Klimaanlage, weil ich fahre nicht ohne Klima. Muss Klima rein. Ja. Verstehe das Problem.
Das heißt, das ist dann hier auch so ein 1000 PS Leistungstipp so in der Regel? 1028, ja. Boah, gemessen. Ja. Weil dieses Krümmer ist natürlich, mit dem Thermoisolieren ist jetzt natürlich so ein richtiges Gebilde mittlerweile. Ja, ja, das ist schon. Platztechnisch ist es halt richtig, richtig eng, aber. Ja. Das wird auch so richtig Fingerbrechen sein, wenn du hier halt immer dran schrauben musst und so, ne? Motor raus. Ja, und du musst halt auch in der richtigen Reihenfolge wahrscheinlich Downpipe zum Turbolader. Ja, alles das so. Musst du wirklich definitiv wissen, wo welche Schelle wie festgezogen, dass sie das dann wirklich ausgeht. Ja, ja, das ist halt mit 100er Downpipe und 100er Auspuffanlage ist das halt natürlich schon richtig, richtig heftig. Wie machst du das mit Luftfilter hier? Der geht einfach nur so runter oder fährst du? Nein, der, bei dem Fahrzeug war es nur ein reines Gitter. Reines Gitter. Wir haben aber zwei Versionen gebaut für die Straße mit TÜV. Die haben beide dann die Ansaugung da unten nach unten. Aber wie gesagt, das ist, du weißt es selber, diesen Hype in den letzten Jahren, dieser Längseinbau auf der B5-Plattform. Aber wie gesagt, das ist hat sich, finde ich persönlich, hat sich aber nie so richtig am Ende dann durchgesetzt. Irgendwie. Nein, das ist, glaube ich, bei, was ich so weiß, in Deutschland bei euch ein riesiges Problem mit TÜV. Ja. Die Geschichte. Auf jeden Fall. Weil der Theorie, ja. Es ist auf jeden Fall einfacher, den RS4 leistungsmäßig ein bisschen höher zu TÜVen, als da diesen Motor rein. Weil von der Abgasnorm und so würde es ja definitiv gehen. Ja. Das würde ja passen. Aber dann kommt ja noch dazu, dann hast du zwar den R32-Motor drin, dann bringt der aber rein gar nichts, weil du willst ja das auch noch alles irgendwie da mit drin haben. Ja, das ist, darum sage ich. Und da wird es dann... Nein, das war, wie gesagt, ein Projektfahrzeug, einfach durchgezogen damals, innerhalb von einem Dreivierteljahr aufgebaut, das ganze Auto. Eher gab es jetzt nach und nach relativ viele, die so einen R32-Motor längs auch eher mal in irgendwelche Golfs und so weiter gebaut haben, ne? Ja, gut, das ist die Viertelmeile-Geschichte. Genau, oder halt TT, Hubi und so weiter, halt so die Viertelmeile-Geschichte, da sind die eher. Ja, und so geht das hier in eins weiter. Noch ein Turbo. Hier mal so mal ein Bito, oder? Nein, nee, HGB. Aber HGB mit der... Der ist nur zum Abstimmen da. Wieder das übliche Problem bei den HGBs, Motorschaden gehabt wegen der Benzinversorgung. Neuer Motor rein und will nur sauber eine Abstimmung haben, ein paar Änderungen und wir machen im Endeffekt nur rein die Software dazu. Kunde hat das alles selber gemacht. Krass. Ja, wie gesagt, das ist, die Leute wollen dann doch über die Jahre ein bisschen mehr. Wie behältst du hier über alles so den Überblick? Hoffen wir, dass es irgendwie klappt im Kopf und mit vielen Notizzetteln. So, weil es ist ja schon so, der Kunde wird sich irgendwann melden, die ganzen 50 Autos, die schon weg sind, die melden sich auch irgendwann. Klausi, kannst du dich doch daran erinnern, was haben wir damals eigentlich eingebaut und so? Naja, das ist dann schon schwierig. Weil das ist ja schon, das ist ja richtig. Ja, es wird nicht langweilig. Ah, hier, guck, siehst du, das sieht doch fast aus über mir. Ja, das war die Ansaugbrücke damals, der Eigenbau vor vielen Jahren von dem blauen RS4. Bei mir hat das aber tatsächlich richtig was gebracht, auch wenn es alle bis heute nicht glauben wollten. Dieses Volumen unten drunter packen. Ich vergleiche das immer so mit, du hast einen Kompressor mit einem kleinen Tank und einem großen Tank. Und beim großen Tank mit einem Schlagschrauber merkst du ja wirklich gar nichts beim Abdrücken. Beim kleinen ist ja schon so, dass er so ein bisschen in die Knie geht. Ne? Ja, aber so war das hier damals eingestaubt. Das hat trotzdem alles immer in Carbon. Es ist immer richtig. Egal wie, wo, was, es muss immer Carbon drauf. Ja. Jedes Teil. Also da brauchen wir einfach ganz viele Bilder, das müssen wir alles festhalten. Und echt in jedem Auto Klimaanlage. Ja. Nicht schlecht. Du hast ja damals die Klima rausgeschmissen aus der Remo. Ich habe aus allen Autos Klima rausgeschmissen. Ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ich brauche Klima. Ja. Ehrlich gesagt wurde es besser in dem Moment, wo ich Carbondach drin hatte. Okay. So, man merkt das auch bei wenn man eine Carbon-Motorhaube hat, dass diese ganze Hitze aus dem Motorraum gar nicht mehr rausgeht. Die bleibt quasi im Motorraum drin, weil die durch das Carbon nicht durchgehen kann. Okay. Und deswegen war es tatsächlich so, als ich in die Limo das Carbondach reingemacht hatte, das war eiskalt da drin immer. Also hat es im Wörthersee wirklich stehen, konnte die Hand von außen nicht mehr anfassen und drin war human. Okay. Ja. Seitdem war. Und ich war es ehrlich gesagt leid. Guck mal, wie oft habe ich den Motor eingebaut? 30 Mal oder so, ne? Jedes Mal Klima auf. Beim RS4 natürlich die ganzen Flüssigkeiten und alles, bis das alles mal vorne weg ist. Ne? Dann musst du es ja eigentlich jedes Mal absaugen, dann machst du es wieder drauf und wieder runter. Ja, das war ein bisschen Film. So, jetzt kommen wir zu wahrscheinlich dem wertvollsten Auto hier auf jeden Fall, ne? Ja, wird so sein. GT2 RS. Ist eigentlich genau deine Baustelle, ne? Ja. Als alter Porsche-Fan. Ist auch mittlerweile, so wie das bei uns halt immer so ist, auch schon wieder so ein bisschen Projektauto geworden, ne? Ein bisschen ja schon. Serie ist ja nicht mehr, ne? Serie ist ja nicht mehr. So, ne? Ja, Serie sind wir schon wieder weit weg. Als du den gekauft hattest, hast du aber gleich gesagt, da mache ich was dran oder erstmal gesagt, ja, nee, es war immer klar. Felgenfahrwerk und solche Geschichten. Also gibt wirklich kein Auto, wo Felgenfahrwerk mal Serie bleibt.
Das ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Sympathisch. Einfach ausgeschlossen, auf gar keinen Fall Serie lassen. Weil so ein Auto ja eigentlich Serie schon annähernd perfekt. Na klar, wollen wir noch nicht drüber. Ich rede jetzt, machen wir jetzt nicht drüber reden, ob die Performance jetzt besser ist. Ja, nee, keine Frage. So wie das Auto jetzt am Wörthersee gefahren ist mit diesen Felgen und alles, das ist optisch wunderschön, aber natürlich ist ein Verlust der Performance. Ich sage immer, das ist ja aber genau das, was wir mit dem Tuning vor Jahren schon betrieben haben. Das ist dieses Individualisieren. Ne? Mhm. Und so ist es jetzt halt nicht mehr ein GT2 RS, sondern es ist halt dein GT2 RS. Ne? Und das kann man ja ruhig auch immer. Du kriegst da dementsprechend, sage ich mal, dann die Schelte immer im Internet, wenn die Leute natürlich drunter schreiben, was macht der mit einem GT2 RS, Performanceverlust und sowas. Für mich der Performanceverlust ist verkraftbar. Gerade wenn du sagst, ihr könnt hier eh nicht ballern, es wird jetzt ja auch, der sieht ja wirklich, bin hier reingekommen und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du dir schon gefahren bist, hätte ich persönlich gesagt, das ist Neuwagen. Ja, wahrscheinlich 100 Kilometer auf Dachau haben so. Oder? Ein bisschen mehr, sonst schon. Ich glaube, 6000, ja. So wer hier dasteht. Das heißt, das ist jetzt ja auch kein Auto, wo du mit zum Salzburgring fährst oder zum Ausschleifen fährst. Nein, definitiv nicht. Krass. Das, was jetzt hier aber alles Carbon drin ist, ist bei dem sogar original. Alles. Carbon ist alles. Also selbst so diese, selbst sowas ist bei dem GT2 erst alles in Carbon? Krass. Ja, okay. Das wusste ich auch nicht, dass sie da so weit schon durchdrehen. Alles ja. Das ist, wie gesagt, Weißsachpaket ist einmal relativ viel Carbon, ja. Der hat Porsche nicht gespart. Haben sie alles reingedrückt, was man reindrücken richtig, konnte. Richtig, ja. Ja, mega. So, und sonst Fahrwerk, Felgen, riesig. Fahrwerk ist KW V4 von gepfeffert, weil es natürlich ein bisschen tiefer ist. Und Felgen sind jetzt, erst vor dem Wörthersee, jetzt vom Reloaded von MB Design gekommen. Das ist dann 22 oder 21? 21, 22, ja, um 1 Zoll größer wie Serie. Krass. Ist natürlich performance-technisch richtig spürbar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es fährt gut, es fährt trotzdem noch okay. Also es fährt gut, man braucht sich jetzt nicht beschweren. Du kannst mit dem Auto ganz normal fahren. Es fährt über jeden Kanaldeckel normal drüber. Leistungstechnisch Problem. Sagen ja ganz viele schon, wenn man nur nicht den Reifen drauf macht, der eigentlich für vorgesehen ist, dass so ein Auto schon ganz anders fährt, ne? Ja, das ist schon klar. Und jetzt auch noch andere Breite, Höhe und so weiter, ne? Ja. Der Käfig ist in der Farbe auch wieder? Titan, Weißsachpaket. Ah, das ist ein Titan? Ja. Nobel. Aber was kostet weißer Paket Aufpreis? 40. Aber das geht ja dann im Verhältnis eigentlich, oder? Für das Ganze. Naja, für ein bisschen Carbon ist schon heftig. So, aber und Titanbügel und dann schon so. Ja. Also ich finde, man kann den nur mit Weißach nehmen. Das schaut ja ohne Weißach ganz anders aus. Ja. Von den Farben her und alles. Und darum sage ich, also für mich war immer ein Traum mit Weißach, aber Farbe egal, weil in Österreich ist so, man muss froh sein, dass man so ein Auto bekommt. Kaufen kann, ne? Ja. Weil es gibt aktuell gibt's einen zum Verkaufen in Österreich und der ist nicht leistbar. Und darum sind wir froh, dass überhaupt sowas, dass man die Chance hat, dass man sowas kaufen kann. Wie ist das bei euch in Österreich? Ihr habt ja die Steuer, die so brutal genommen. Das heißt, wenn ihr ein, egal ob gebraucht oder neu, Auto nach und Österreich Nova, habt? Ein Nova auf den Kaufpreis. In dem Fall, bei dem Auto sind es 30% Nova vom Kaufpreis. Das heißt, wenn so ein Auto in Deutschland, ich sag jetzt mal 300.000 Euro kostet, dann holt man das nach Österreich und muss nochmal 90.000 hinterher zahlen. Mhm. Die bleibt dann aber für immer in Österreich. Das heißt, du bekommst einen sehr großen Anteil der Nova wieder zurück, wenn du das Auto nach Deutschland wieder zurückverkaufst. Also würde ich ihn nach Deutschland zurückverkaufen, also ist eigentlich ein Schweizer Auto in dem Fall, Import, aber würde ich ihn jetzt nach Deutschland verkaufen, könnte ich mir vom Finanzamt einen gewissen Anteil dieser Nova zurückholen. Ah, ist ja auch krass. Okay. Weil ja natürlich klar, wahrscheinlich ein deutscher Kunde mir ja nicht meinen österreichischen Preis zahlen wird. Verstehe. Der deutsche Kunde sagt dann, stopp, ihr habt ja die Nova, du kriegst ja die Nova zurück, die ziehen wir beim Kaufpreis ab. Und das würde auch gehen, wenn du jetzt das Auto erst einem anderen Österreicher verkaufst und Der Österreicher, der das Auto irgendwann mal ins Ausland verkauft, kann sich einen Großteil der Nova zurückholen. Ja. Wieder was gelernt hier heute. Werden wir doch noch zum Auto. Ja, Kumpel von mir macht das gerade mit einem M3E92. Die sind ja auch extrem im Preis gestiegen. Ja. Der möchte ihn auch noch nach Deutschland verkaufen, weil er sich dann einen gewissen Anteil nur der Nova zurückholen kann. Sonst so noch was gemacht? Auspuff. Mhm. Und Software. Mhm. Und Upgrade-Lader liegen bereit. Aber die haben doch schon 700 PS Serie, ne? Der hat 850. Boah. 100 auf 200, 4,4. Mit Riesentraktionsproblemen. Ja. Aber fährt schon sich, richtig schnell dann. Wenn man so überlegt, 4,4, wie lange du an den ganzen Kisten so Jahre entwickeln und bauen musstest, ne? Serie war er war gar nicht so langsam, weil er war Serie mit 5,4 gemessen, mit der Drehgebox. Normalerweise fahren sie 5,6, 5,7.
Der war 5-4 und jetzt 4-4. Nur mit Software. Ladeluftkühler sind drinnen von PWR aus Amerika. Das war halt wieder sowas, du weißt das, wenn man was haben will, dann will man es haben. Ja, und das war halt genau sowas im Winter will ich haben. Ja. Und darum, aber ob es wirklich was bringt, sei jetzt dahingestellt. Ja, aber 4-4 schon. Hast du mal Flügel abgebaut und so gemessen? Nein, ich kenne von Brasilien eine Geschichte, wo einer beim Race 1000 gestartet ist. In Brasilien gibt es nämlich auch solche Veranstaltungen ohne Flügel. Beim Bremsen war dann die Folge vom Bremsen war dann bei 300 der 17-facher Überschlag. Boah. Okay. Fahrer ist nichts passiert. Also, ja. Also wir haben in Deutschland auch einen, Murat, der baut auch bei seinem GT2 RS gerne Spoiler hinten immer ab. Mhm. Das ist ein Kumpel von dem Jimmy PP Performance. Ja. Und da ging es bisher, aber es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wie die Strecke ist, wie man da bremst und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Na, traue ich mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Traue ich mich nicht. Okay, aber das heißt 850 und willst tatsächlich auch noch mehr? Leider. Weil 850 ist jetzt aber so, dass da dann Ende. Na, es geht. 9 FF bietet zum Beispiel den 900. Step an. Sowas habt ihr dann auch selbst abgestimmt? Oder wer? Machen wir mit gemeinsam, in dem Fall mit dem Leo, mit Raman. Weil das sind ja so Exoten. Ja, der macht man ja. Leo war, bevor er bei uns war in Linzdau, da war er beim Ungarn an der 8, der weiße Lambo, ja. Der Bido. Der war drüben in Brasilien 2 Wochen und hat mich dann fast täglich am Laufen gehalten und hat sich da richtig beschäftigt mit dem GT2S und hat da wirklich eine Top-Software gezaubert. Also wie gesagt, war die erste File aktuell jetzt auf Autofahrt perfekt. Ja, der Romani, ja. Und jetzt machen wir, und jetzt kommt halt der nächste Step. Weil er kriegt, also der Plan ist, die Lader gehen auf seinen Turbo und bei mir kommen die Upgrades. Wie ist für dich dieses Auto technisch so? Du kannst doch reinkommen. Komm ruhig rein, Mario. Die Leute wissen, dass wir 5 Tage auf Tournee waren. Technisch gesehen ist es aber so, du guckst auf diesen Motor drauf und dir fallen haufenweise Sachen, die du dann gerne umbauen würdest? Oder technisch gesehen, dass du wirklich schon sagst, das Ding ist ausgereift? Nein, also wie gesagt, es gibt schon einige. Also sämtliche Rohre sind aus Plastik. Ansaugbrücke ist aus Plastik. Das ist alles schon jetzt umgebaut auf Aluminium. Mhm. Das habe ich alles schon gleich besorgt, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht auf Dauer funktionieren. Und ja, wie gesagt, Lader und Krümmer, da würde ich glaube ich richtig was gehen. Also da ist schon richtig Potenzial da. Muss man halt bei so einem Auto fährt halt natürlich immer schon so der Hintergedanke mit, wenn dann doch mal was kaputt geht. Ja, natürlich. Das ist halt nicht so R32-Block, den kriegt man wahrscheinlich hier bei euch in Österreich auch noch, keine Ahnung, für 1000 Euro oder so. So ungefähr, ja. So, und die. Gib mal bei eBay Kleinanzeigen ein, GT2-RS-Motor, da fällt das Handy aus der Hand. Steht aber tatsächlich immer in einer. Ich kenne sogar den Schrotthändler, mit dem bin ich in Kontakt. Aber nur weil ich schon andere Sachen gekauft habe. Nein, aber das ist schon, also die Summen, die da verlangt werden, das ist schon. Das heißt, was kostet so ein Motor? 47. Gebraucht? Gebraucht mit 2000 Kilometern. Und das heißt neu bei Porsche 80 oder? Wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr. Boah. Das ist schon. Nein, da will man schon wirklich vermeiden. Heile das, ne? Aber es ist halt einfach, du kennst das, oder? Es ist halt einfach, du sagst 3 Monate lang, perfekt. Ja, alles klar. Ist perfekt. Und nach 3 Monaten denkst du, Ich glaube auch, das ist oft der Punkt, wenn ein Auto einfach zu perfekt ist, dann das ist genau der Punkt, wo man dann gerade anfängt, Sachen umzubauen, weil es einem einfach zu langweilig ist. Welchen Anspruch stellst du selber ans Auto? Für mich, das Auto muss keine 650 mit mir auf den Nürburgring fahren. Genau, das wäre der Einzige, wenn du jetzt sagen würdest, du willst mit dem Auto jeden Tag 7 Minuten Nordschleife fahren, ja. Klar, dann ist ja perfekt, da musst du eher selber an deinem fahrerischen Können von Tag zu Tag arbeiten. Genau so ist es, ja. Aber wenn man da nicht die Möglichkeiten hat, bin ich da auch mal voll ganz bei. Ich bewundere auch die Leute, die sich irgendwie so ein 488 Pister kaufen und da auch große Lader drauf schmeißen das ist volles Programm so ein Ding auch nochmal voll aufdrehen. Ne? Also die Nachfrage ist ja da, weil du siehst das ja, die ganzen Turboladerfirmen, ob es jetzt TTH oder TTE ist, die bieten sie alle an, die Upgrade-Lader. Also da muss die Nachfrage da sein. Ja. Okay, eine Sache, die wir auf jeden Fall noch machen müssen, wir müssen den auf jeden Fall einmal hören. Weil ich habe mal am Wörthersee einmal so aus dem Augenwinkel gehört. Können wir rausfahren, und da rennen wir jetzt ein bisschen, aber fahren wir raus damit. Das ist schon, ist mit Klappe, also geht mit Klappe, laut und leise? Geht richtig leise. Also wie Serie. Aber geht richtig laut. Also mit so viel, konstruktionsbedingt so viel Auspuff links und rechts. Das heißt, der muss ja auch richtig feuern, sondern eigentlich auch nachts so raus. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn von hinten noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich viel hinten rauskommt, aber ja. Ja, geil. Nee, das wollen wir auf jeden Fall einmal. Würde ich sagen, fahren wir mal raus. Ne?
das Problem? Das ist eher dezent, würde ich sagen. Ja, vor allem dafür, dass jetzt noch nicht mal Last drauf ist, ne? Aber die Klappe offen. Ja. Er kann leise auch. Aber das klang ja witzig. Man hört ja richtig, wie die so richtig mechanisch zugeht. Das ist die klassische Unterdruckklappe, ist das. Links und rechts. Aber die hört sich so an, als wenn die so richtig bündig zugeht, also als wenn die sich richtig zusaugt. Jetzt muss er komplett durch den Topf durch. Geil. Wir werden jetzt wahrscheinlich mit dem Auto hier in Österreich ja eh nicht groß Spierens hier machen können. Aber eine kleine Runde drehen oder so können wir auf jeden Fall. Ja, machen wir. Ich würde sagen, machen wir. Ich würde gerade sagen, erste Runde GT2 RS in meinem Leben fahren. Ist aber nicht korrekt, weil ich bin bei Daniel 8 im GT2 RS über Rennstrecke sogar schon mal gefahren. So, kennst du das Gefühl? Fällt mir jetzt gerade dabei wieder so ein. Aber nach wie vor für mich immer noch eins der schönsten Autos. Definitiv. Weil es ist ja mittlerweile auch nicht mehr ein topmoderner Innenraum, aber es ist trotzdem ein geiler Innenraum. Ne? Es ist voll okay und die Qualität ist einfach ein Tipptopp, das muss man ganz ehrlich sagen. Also qualitativ ist das so, weil schon wirklich gut. Also ich bin eh jemand, der gar nicht so dieses voll digital, riesen Display und so weiter. Ich finde das schon geil. So ein Drehzahlmesser muss genau in der Mitte sein und fertig. Ja, einmal Alcantara und leer. Das ist jetzt alles mit Klappe zu. Das ist Klappe zu. Ja, weil man hört eigentlich gar nichts. Das ist auch gut so. Gefühlt hört man wirklich noch nichts. Wie ist das bei so einem Auto mit Verbrauch? Was verbraucht sowas? Keine Ahnung. Ja, ist ja meistens, wenn man die Leute so fragt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man den schon so mit 10 Liter oder so fahren kann. Wahrscheinlich, wenn du da gleichmäßig dahin fährst, aber die paar Kilometer, die man halt, sage ich mal, fährt, da gibt man halt dann schon öfter mal Gas. Wenn man jetzt von der Leistung her, wie ist das, funktioniert da das Getriebe noch perfekt oder schaltest du dann selber? Schaltet von selber butterweich, also keine Probleme. Also ist immer noch so, dass es wirklich weiß, was es machen soll und immer noch genau zum richtigen Zeitpunkt schaltet. Ja. Weil das hatten wir jetzt wirklich ganz oft bei verschiedensten Autos. Wenn man maximal schnelle Zeiten fahren will, lässt man es einfach selber schalten. Ne? Ja. weil dann sind die Zeiten definitiv immer am besten. So, das ist jetzt KW V4. Ja. Das heißt, kannst du das auch immer noch härter und weicher stellen? Nee, das ist jetzt nicht mehr. Ja, das ist stillgelegt. Stilllegungskit für KW. Mhm. Aber du hast vorne Lift dran, dass du noch hochfahren kannst. Rundherum mit Vierfachlift, HLS-System. Ah, alles kannst du hochfahren. Ja, das ganze Auto fährt hoch. Weil das ist die Gepfeffert-Version, die ein bisschen tiefer kann. Mhm. Und ja, ohne HLS bist du da verloren. Und würdest du sonst so vom Gefühl her aber sagen, dass es schlechter als ein Originalfahrwerk fährt? Na, ich finde KW, fast, zumindest bei der AMG-Plattform, war es definitiv so, und auch beim Porsche, eigentlich fast komfortabler wie Serie. Mhm. Mehr Komfort, weicher eigentlich. Genau, weil ich finde ihn jetzt auch nicht hart. Also dafür, dass wir haben ja relativ, sage ich mal, die Reifen sind jetzt wieder relativ schmal, weil es ja diese wegen der Optik eben ist, aber für das fährt es eigentlich wirklich gut. Weil für 22 Zoll und so auch? Ja. Würdest du von dir aus sagen, dass das so eins mit der besten Autos ist, was du bisher so gefahren bist? Ja, definitiv. Also ich habe immer geglaubt, AMG war schon tipptopp. Also, aber wenn du mal einmal so im Porsche gefahren bist, dann ist das schon nochmal eine Stufe drüber. Nochmal krasser, ne? Ja. Und das, ja, das ist halt einfach in Anführungsstrichen Serie Plus, so, und das macht es halt so gut. Ne? Was ich niemals vergessen werde, war, weiß ich, bestimmt schon 5 Jahre jetzt her, 918 Spider. Wenn der auf dem Parkplatz mit dem Elektromotor erstmal nur so ein bisschen hin und her rollt und dann der Benzinmotor dazu angeht. Ne? Das Geräusch ist irgendwie dieser Übergang von Elektro auf Benzin, wenn der Motor so angeht. Das war immer für mich so mein Highlight. Witzig ist auf jeden Fall schon mal gleich vom ersten Eindruck her, der ist auf jeden Fall so, dass der auch Drehzahl nochmal extrem zulegt. Ja, mit der Leistung, die Leistung geht ihm. Weil es war ja wirklich so gefühlt immer weiter, ja. bis er dann will. Ja, und der schüttelt das halt einfach so. Was ist das jetzt an Ladedruck? 1,8. Boah, das ist schon viel. Ja, ja. 1,8 sind das. Krass. Okay, bei 1,8 verstehe ich dann natürlich auch, dass du da Probleme mit dem Plastikrohr überall hast. Weil das ist ja dann schon richtig Ladung. Ne? Wie sind die V6
VDG-Lader so beim GT2 RS vom Ansprechen her? Total. Also muss man nur draufstehen. Also das, der volle Ladedruck, wir haben es in den Logs damals beobachtet, ich glaube, der volle Ladedruck ist irgendwo bei 2800, 2000, in dem Bereich. Weil der GT2 RS hat gegenüber Turbo und Turbo S ja nochmal größere Turbo. Ja, einiges größer. Aber ich glaube, um die 3000 ist schon fast voller Ladedruck erreicht. Ja, aber Wahnsinn. Also, erstmal, was der an Traktion hat, immer noch mit den Rädern. Ja. So, und das ist richtig schlecht. Also, die Traktion ist um etliches schlechter geworden wie mit Serienbereich. Aber es sind ja immer noch Welten zu, ich sag jetzt mal, nimm mal irgendwie so ein S3 mit 800 PS, ne? Und tritt da mal so unten raus rein, obwohl es ein Allrad ist, ne? Gegenüber so einem Auto halt. Ne? Ja. So, und dann halt einfach, wie der so die Gänge durchschaltet und so, das ist halt. Das ist jetzt alles mit ESP an oder aus? Alles an. Alles ja. ESP bei dem Fahrzeug noch nie ausgeschaltet. Weil aber der hat der gerade schon geregelt? Nee, der hat einfach so viel Traktion. Nein, der regelt permanent. Ach doch, der regelt schon permanent. Okay, krass. Das ist aber aufgrund von den Reifen jetzt. Ja, ja. Okay, aber dann schafft das selbst mit der Software schon noch extrem gut, das Ganze zu regeln. Ja, weil ganz oft hat man es ja so, wenn so ein Auto erstmal abgestimmt ist, dass das ESP dann definitiv zu ruppig wird und einfach so krass reinregelt. Das regelt von dem her wirklich einwandfrei. Und Sprittanks hier ganz normal 100? 100 Oktan. Das anders haben wir in Österreich nicht. Ja. Das ist halt immer in dem Porsche, das fühlt sich einfach alles immer so gut an. Ne? Total sicher. Du hast ja keine Angst, dass da irgendwas schief gehen könnte in dem Moment. Dass man wirklich unterschätzt, wie schnell so ein Auto dann eigentlich gerade beschleunigt. Ne? Ja. Was ich bei dem schon witzig finde, ist, dafür, dass es, das finde ich, hat man bei einem Turbo nicht so krass. Der hat ja beim Schalten schon noch eine kleine Unterbrechung, so ganz kurz. Ja. So, ich denke mal, das kommt aber auch deswegen, weil jetzt hier die Beschleunigung schon so hoch dahinter ist, dass das Auto wirklich beschleunigt, dann ganz kurzer Moment schalten. Ja. Was ist hier so PDK Sport und so? Ist das dann nochmal was anderes? Das ist dann im Endeffekt, der schaltet dann nur schneller. Ja. Also, ja, geht doch noch, dass er noch schneller. Drehzahl fährt dann in einen ganz anderen Gang los. Ah, krass, okay. Jetzt hat man sofort gemerkt, jetzt ist es wieder so, dass er wirklich die Gänge so komplett durchknallt. Ne? Ja. Ja, einfach ein brutal geiles Auto. Ist halt einfach so, es ist schon wieder so schnell, dass ich glaube, dass man nicht so in diese Suchtgefahr kommt, dass man überall rumhämmert. Nein, weil es einfach zu schnell ist schon dafür. Ne? Die Leute zeigen immer nur den Daumen nach oben. Man ist einfach so schnell. Was soll ich sagen? Einfach brutal geiles Auto. Brutal geiler Typ. Klausi und ich kennen uns ja schon länger. Wir machen auch viel mit Teilen und Business zusammen seit Jahren, seit dem ersten Tag eigentlich. Deswegen fand ich es besonders cool, euch das heute einmal zu zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über den GT2 RS brauchen wir einfach gar nichts sagen. Einfach nicht von dieser Welt das Auto. Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Rebel Soul Child got a fist bar. I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same, cause see when I look in your iris.